Kleinen wurden nie wirklich schmutzig, außer wenn sie sich bespuckten. Ich hielt ihren Windelbereich sauber und wusch mehrmals am Tag ihre Hände sowie das Gesicht. Gebadet habe ich sie nicht öfter als 2 bis 3 Mal in der Woche. Das tägliche Waschen mit einem weichen, nicht zu heißen Waschlappen hat normalerweise vollkommen gereicht. Ich legte mein Baby dazu auf eine weiche, gepolsterte Unterlage und achtete darauf, dass es nicht herunterfallen konnte und dass der Raum angenehm warm war. Dann wusch ich vor allem zwischen den Hautfalten, hinter den Öhrchen und am Hals. Wichtig ist immer, einen Handtuchgriff bereit zu haben, damit Sie Ihr Baby gleich nach dem Waschen warm einpacken können. Anfangs hat das absolut ausgereicht, um Schmutz, Milchreste oder Hautschuppen abzuwaschen. Die Haare habe ich nicht bei jedem Waschen schamponiert. Ich wusch sie nur dann, wenn es wirklich nötig schien.